probieren wir nochmal den Kaugummi. Ah, sehr gut. Mosaikstein mit Kaugummi. Rein nach. Hier hat jemand was draufgekritzelt. Das muss das Passwort für den Lift sein. Immerhin steht es direkt über der Darstellung der Fahrstuhluhr. Genau da, wo ein Stück im Mosaik fehlt. Und jetzt ist Fingerspitzengefühl gefragt. Ja! Hier sind ja noch mehr Teile. Ach, kein Problem. Das habe ich im Nu zusammengepuzzelt. Okay, auf geht's. Die Frage ist, brauchen wir nur rot oder brauchen wir auch bunte Teile? Hier ist unser Stückchen mit Kaugummi. So, los geht's. Kann man nicht hier auch drehen? Ja. Das sieht aus wie hier. Ich mag solche Rätsel übrigens. Nee, so rum. Ah, das klappt ja nicht. So? Hier. Nee. Also hier scheinen tatsächlich alle Farben zu brauchen. Die Frage ist nur, welche wohin? Das sieht aus, als würde es dahin gehören. Das passt nicht. Ah, hier ist noch was mit Rand. Ich mache mal gerne zuerst den Rand. Da hat man meistens das Gröbste schon weg. So. Hier muss noch was mit einer Linie irgendwie sein. Das könnte der Stein werden. Könnte hinhauen. Hier ist noch also ein kleiner Fitze unten an der Ecke. Ja. Hier ist noch irgendwie was, glaube ich. Ich brauche was mit ganz viel Zeugs hier. Kram oder so. Der hier vielleicht? Irgendwie nicht. Ah, was ist denn das? Das ist ein bisschen tricky gerade. Was ist denn das für ein Stein? Auch nicht. Hier. Das sieht gut aus. Jetzt hier irgendwie so ein Haken. Nee, das geht nicht. Wie so eine Art gerades Stückchen, oder? Nee. Nee. Ich brauche irgendwie mit sowas wie so eine Ecke hier vielleicht. Aber was für eine Ecke? So? Nee. Aber die könnte hier irgendwo rangehören. Nee. So, hoppala. So vielleicht? Auch nicht. Wo willst du denn hin, kleine Scherbe? Das sieht fast richtig aus. Aber auch nur fast, ne? Ah, okay. Das heißt, hier muss eine rein. Die vielleicht? Das sieht gut aus. Ja. Da, 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 da.
Ne. Schade, ich dachte, es könnte hinhauen. Hier? Ne. Das ist ganz schön verzwickt. Hier ist noch so ein grünes Teil. Da weiß ich auch noch nicht, wohin damit. Auch irgendwas mit kleinen Mosaikmüsterchen. Sagt mir irgendwie nicht wirklich viel. Hier vielleicht. Ja. Aber wohin? Sowas? Ah, okay. Das... Nee, das passt ja nicht. Das ist komisch. Klick. Ja. Sehr schön. Hier ran. Halt. Spitze. So. Fein. Das hier ist eine Ecke, oder? So rum? Ach ja, am besten sind immer die letzten Teile. Die sind nämlich die schwersten im Endeffekt. Meistens zumindest. Nö. Hier könnte das vielleicht nochmal passen. Na komm. Geb dich doch fest. Das will nicht. Passt nicht so ganz, ne? Das würde so rum ganz gut passen. Auch nicht. Ich sag's dir, die letzten Teile sind immer die schwersten. Auch nicht. Das ist auch so trichterförmlich gebildet hier. Ah, okay. Wohin jetzt damit? Na nur, dann fehlt doch da noch ein Teil, oder? Hä? Warum passt das denn nicht? Ich muss wahrscheinlich einfach nur fester drücken. Ah. Immer noch nicht? Jetzt gleich aber. Na. So. Geh rein, geh rein! Ha? Verdammtes Ding, du sollst! Ah, ist kaputt. Ups, und was ist jetzt mit dem Fahrstuhlcode? Dammit. Er hat's kaputt gemacht. Ah. Hm. Die Scherbe ist jetzt endgültig im Eimer. Aber der Kaugummi sieht noch gut aus. Na toll. Du nimmst jetzt aber nicht nur den Kaugummi mit. Allerdings auch nicht besser als vorher. Da sind Glasscherben dran. Rufus. Ein Sicherungskasten. Na toll. Eine Taschenlampe. Warum habe ich die Taschenlampe erst jetzt gefunden? Ich hätte während der Mainbike-Fahrt Grimassen für Goal schneiden können. Nimm mit. Oh, was ist denn das? Sicherungsschalter. Das System rebootet? Ja. Das Codewort für den Lift wurde zurückgesetzt. Hier kommt das Neue. Hm, irgendwas Cooles. R-U-F-U-S. Na toll. Ach je. Was haben wir denn jetzt alles? Eine Taschenlampe, ein gekautes Kaugummi immer noch. Okay, dann ich habe gerade eine grandiöse Idee. Wenn sie denn hier funktioniert. Das Mosaik zeigt, wie die Oberschicht den Planeten verlässt.
Die Unterschicht bleibt zurück. Boah, sind die wütend. Sie beschimpfen die Verräter und recken ihnen Schnellanzünder und riesige Gabeln mit Bratwürstchen entgegen. Es war wohl Grilldonnerstag. Na, schön wär's, ne? Die Taschenlampe mit der Lampe kombinieren? Hier ist es hell genug. Ich will doch die Glühbirne haben. Menno. Dann hau die halt kaputt. Das Geschoss habe ich. Fehlt nur noch die Schusswaffe. Aha, okay. Die Schusswaffe? Ein Stein? Eine Zwille oder was? Taschenlampe. Ich gehe jetzt mal ganz, ganz kurz nochmal zu unserem Phosphorautomaten. Theoretisch, wenn ich den Wischmopp in den Tümpel halte, müsste das Ding doch leuchten, oder? Hoffe ich zumindest. Das allein reicht nicht zum Wischen. Ich brauche auch noch Dingens hier, Lust und Seife. Nein. Menno. Gut, dann anders. Hoch. Ich hab ne Mopstange. Hier steht, der Umfang des zu wattenden Stocks darf 2 Millimeter nicht überschreiten. Des zu wattenden? Wer hat den denn eingestellt? Ah, hier, als Hebel. So viel Klebefläche und so wenig Kaugummi. Wie soll man sich da entscheiden? Dann nimm den Kaugummi für den Hebel. Maschine, mach mir hieraus eine neue Geschmacksrichtung. Das funktioniert. Ich hasse Geräte. Okay. Ich habe immer noch leuchtende Phosphorzucker. Warte. Haben die anderen Nischen auch so komische Vorrichtung, dass man da was reinlegen kann? Ah, das funktioniert auch hier. Danach kann man auch im Dunkeln auf der Toilette lesen. Und jetzt? Das Mosaik zeigt lauter kleine Männchen. Sie scheinen irgendwas zu bauen. Die schäbig Gekleideten tragen riesige Stahlträger über eine steile Rampe nach oben. Die Schicken stehen daneben und designen modische Schnörkel. Hey, das ist die Aufstiegsstation. Der Aufbruch nach Elysium. Und ich bin dabei. Das hättest du wohl gerne, Rufus. Das ist die... Und ich bin dabei. Danach kann man... Ach, ja, ich weiß. Na, man kann die nur offen zumachen. Danach kann man auch... Dann nimm die mal hier wieder raus. Das heißt, wir können die auch in die andere Nische legen. Wow, ist das hell. Das Mosaik zeigt, wie die Oberschicht den Planeten verlässt. Die Unterschicht bleibt zurück. Boah, sind die wütend. Sie beschimpfen die Verräter und recken ihnen Schnellanzünder und riesige Gabeln mit Bratwürstchen entgegen. Es war wohl Grilldonnerstag. Ich glaube, das mit dem, wir haben eine Errungenschaft. Geschichte von Deponia. Das mit dem Bratwürstchen, das hätte er wohl gerne, wenn das mal so einfach funktionieren würde, ne? Das ist ja... So easy ist das auch wieder nicht. Dann nimm die mal wieder
mit die Zuckerwatte? Mich irritiert dieser Balkon hier, aber naja, gut. Halt! Nein! Nicht hinten langlaufen, hier lang. Nicht nötig. Das Passwort ist Rufus. Ich habe es selbst eingestellt. So. Hier war nichts weiter. Wir gehen mal nochmal zum Fahrstuhl. Öltank. Da kann man jetzt theoretisch mit der Taschenlampe reingucken, oder? Da drin ist nur Öl. Das sehe ich auch ohne Licht. Na gut. Dann jetzt die Kontrollen. R-U-F-U. Hey, was soll das denn? Das Passwort ist Rufus. Ich habe es selbst eingestellt. Oder bin ich jetzt blöd? Oh, hat doch funktioniert. Wo bin ich denn jetzt? So weit, so gut. Jetzt heißt es warten. Hm? Was ist das für ein Geräusch? Beamtenkreuzer? Was hat das zu bedeuten? Bin ich in eine Falle getappt? Oder arbeitet Cletus etwa mit dem Organon zusammen? Ich sollte mir das besser mal aus der Nähe angucken. Ja, aber erst müssen wir hier noch ein bisschen gucken. Was für eine Schönheit. Stark, robust und bis auf ein paar Schrammen noch prima in Schuss. Ach ja, Spiegelungen im Fenster sind schon was Tolles. Ach Mensch. Eigenlob riecht. Warum eigentlich nicht? Ach so, die Aufstiegscodes. Da war ja was. Okay, was haben wir denn hier noch? Nicht, dass ich hier wieder was übersehe. Hier ist auf jeden Fall was. Ein Flaggenmast. In Elysium werden sie mich mit wehenden Fahnen begrüßen. Und Konfetti. Oh Junge, ich liebe Konfetti. Gut, dann nehmen wir den nochmal mit. Oder die Schnur oder das Laken oder was auch immer. Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte lieber für später auf. Gut, dann nimmst du den Hebel. Sehr schön. Und jetzt nimmst du es mit. Was haben wir denn Schönes? Das ist nicht der Stoff, aus dem Helden gemacht sind. So viel steht fest. Sieht aus wie ein Bettlaken. Vielleicht würde mir das meine Aufgabe hier versüßen. Wahrscheinlich aber eher verkleben. Wenn etwas auf die Flagge kommt, dann mein Logo. 5 brennende Feuerwerkskörper und in der Mitte ein Zombie. Na toll. Ich brauche kein Licht im Inventar. Ich ordne alles nach einem unfehlbaren... Hey, wo ist mein Eimer? Ja, genau. Ich behalte die Idee mal im Hinterkopf. Wenn etwas auf die 5 brennende Feuerwerkskörper und in der Mitte ein Zombie. Wenn ich anfange, meinen... Schade, das funktioniert nicht. Ich dachte, wir könnten jetzt daraus vielleicht doch noch die Zwille machen. Naja, gut. Bringt nicht wirklich viel. Gut, dann gehen wir wieder runter. Jetzt haben wir einen Laken. Die Frage ist, wofür? Was kann ich mit dem Öltank machen? Tränken? Nein, mein Mantel hat schon genug Ölflecken. Ich will gut aussehen, wenn ich in Elysium einmarschiere. Einmarschiere klingt aber jetzt auch ein bisschen daneben. Dann aber zum Bahnhof. Irgendwas müssen wir jetzt mit der Flagge machen können. Oh, wer ist das denn? Was ist das für ein Scherzkeks? Sapperlot, das sind doch dieselben Organons, die Goal bedroht haben. Vielleicht haben sie diesen Cletus geschnappt. Dachte ich mir gleich, dass das ein Schlappschwanz ist. Was mache ich denn jetzt? Am besten, ich halte mich erst einmal im Verborgenen und gucke, ob ich irgendwas rausfinde. Sehr gut. Und Sie sind sicher, dass dieser Rufus naiv genug ist, Ihre Verlobte hierher zu bringen?
Absolut. Er ist eine egoistische, raffgierige Ratte. Der Ausblick, nach Elysium zu kommen, wird ihn herlocken. Raffgierige Ratte? Das ist doch... Ich verstehe gar nicht, warum Ihnen diese Frau überhaupt so wichtig ist, Cletus. So wie ich das sehe, ist sie nur ein unkalkulierbarer Risikofaktor für unser gemeinsames Unternehmen. Glauben Sie mir. Nach all dem, was sie sich geleistet hat, würde ich sie am liebsten auch auf Deponia zurücklassen. Aber um nach Elysium zurückzukehren, brauche ich nun einmal die Aufstiegscodes. Und die sind leider an ihrem Gehirnimplantat gespeichert. Ohne Goal keine Aufstiegscodes. Und ohne Aufstiegscodes kein Unternehmen. Das gefällt mir nicht. Ulysses wird uns beide exekutieren, wenn er herausfindet, dass es sich bei ihrer Begleitung um... Psst, da kommt er. Röhrenamtmann, machen Sie Meldung. Noch keine Spur von dem Deponianer, Herr Oberkontrollrat. Worauf warten Sie da noch? Suchen Sie weiter. Selbst über diese Drohne ist der Gestank kaum aushaltbar. Es wird Zeit, dass wir unseren Plan in die Tat umsetzen. Sehr wohl, Herr Oberkontrollrat. Machen wir uns an die Arbeit. Je schneller wir das Ganze hinter uns haben, desto besser. Ganz meine Meinung. Ich werde mal auf der Plattform nachschauen, ob dieser Rufus schon da ist. Also halten Sie sich im Hintergrund. Wir dürfen nicht riskieren, dass diese Ratte ihren Schwanz einkneift, bevor wir die Aufstiegscodes in Händen halten.